Hallo meine Lieben, ich bin endlich mal wieder da mit einem Video. Es gab ja länger kein Video mehr von mir. Und zwar bin ich mit einem Update hier. Ich habe wieder ein neues Mini-Album gemacht. Und zwar für die liebe Vivian. Die liebe Vivian hat mich gefragt, also meine Cousine, ob sie ein Video haben, ein Album haben kann von mir. Ob ich hier eins machen tue für ihren Freund. Der zieht wohl weg jetzt so. Und da wollte sie so ein Erinnerungsalbum haben. Ja, und da habe ich mal was gewerkelt, relativ schnell, also ich glaube 3 Tage oder so habe ich nur gebraucht diesmal. Es ist für mich wirklich heftig, wenn ich nur 3 Tage brauche. Ich brauche sonst eigentlich so 1,5 bis 2 Wochen für so ein Album, aber ich habe nicht so viel Schnickschnack und so mit reingetan. Ich habe das relativ normal gehalten. Sie wollte das eigentlich auch so und ja, das möchte ich euch jetzt ganz gerne mal zeigen. Sie hat bis jetzt nur das Cover gesehen, mehr hat sie noch nicht gesehen, weil sie noch keine Zeit hatte, weil das sind, wie gesagt, auch Sommerferien und ja, sie ist im Moment bei ihrer Oma und sie kommt erst Ende der Woche wieder. Ja, und ich wollte euch das auf jeden Fall schon mal zeigen. Es kann sein, dass ich noch ein paar Änderungen vornehme oder so, wenn sie hier ist, wenn sie das abholen tut. Das weiß ich aber noch nicht. Und ja, wie gesagt, das ist das Cover. Sie nennt ihren Freund wohl immer kleines Mäuschen oder so. Und sie wollte unbedingt, dass ich dann so ein paar Mäuschen überall mit reintue, weil das ihm ganz gut passen würde. Ja, und ihr seht, das habe ich dann alles auch koloriert. Hier mit meinen DoCrafts Aquarellstiften von Monadi. Das ist. Ne, die habe ich im Moment nicht hier. Die habe ich ausgeliehen an meine Schwester. Die wollte die auch mal ausprobieren und die wollte für ihren Freund was machen, weil der nächste Woche Geburtstag hat. Und ja, also, das habe ich ihm damit koloriert. Da werde ich euch auf jeden Fall noch mal irgendwann ein Video machen. Nur im Moment, ich komme, wie gesagt, immer noch so nichts. Ich weiß nicht, wann ich irgendwann was machen soll an sowas. Ich würde viel mehr lieben gerne so eine Videos machen. Auf der Seite habe ich hier so eine Borte gemacht. Das gefällt mir noch nicht ganz so. Ich werde sie erstmal fragen, ja, ob ihr das so passt oder ja, überlege ich noch, ob ich da noch irgendwas rüber klebe oder so. Weil ganz gefallen tut mir das so definitiv noch nicht. Ja, hinten habe ich das ganz schlicht gehalten. Da habe ich wirklich nur das Grün aufgeklebt. Mehr habe ich da nicht gemacht. Ich finde das vorne ganz cool, weil hier vorne kann sich zum Beispiel natürlich auch ein Foto reinmachen. Also das ist nicht festgeklebt da oben. Ja. Dann habe ich hier so ein Resin-Anhängerchen, also so ein Teil habe ich da so mit draufgeklebt. Das fand ich jetzt auch ganz hübsch. Ich habe jetzt auch mal keinen Verschluss weiter gewählt oder so. Hier wollte sie unbedingt, dass ich sowas mit draufklebe, damit sie selber was rausschreiben kann für das Buch. Ja. Das machen wir mal auf. Es ist eben, wie gesagt, wirklich komplett schlicht gehalten. So sieht es von innen aus, die erste Seite. Ich habe hier einen Umschlag reingetan, hier in diese Tasche. Und hier kommen, denke ich mal, noch ein paar Sachen dazu. Erstmal habe ich hier nur drin, hier ist so für sie zum Versieren nochmal hier so Best Friend Forever. Also, ja, Englisch ist nicht so ganz meins. Habe ich hier 4 so eine Teilchen noch mit reingepackt. Die kann sie noch verwenden in dem Album, denn ich werde mit ihr, denke ich mal, noch ein bisschen gucken und werde den Umschlag dann noch ein bisschen füllen, was ihr noch ganz gut gefällt und so, was ich noch abstempeln kann und so für sie, was sie noch gebrauchen kann. Ja, und dann ist die erste Seite hier. Hier habe ich eine Tasche gemacht. Hier ist ein Tag drinne. Seht ihr die Tasche ja auch besser. Das ist ganz schlicht, wie gesagt, einfach nur Tag, ganz weiß gehalten auch, also das soll sie sich selber so versieren, wie sie das gerne hätte. Dann habe ich hier einen Tag drinne. Auch in jeder Seite ist einer drinne. Die sind auch komplett schlicht weiß gehalten. Dann habe ich hier wieder ein Mäuschen raufgeklebt, so mit klein. Und hier habe ich ein Magnettäschchen gemacht. Das kann sie sich dann so aufklappen. Das geht dann nach da noch auf und nach oben und unten. Habe ich überall ein bisschen mit Washi fixiert, weil das Papier hatte nicht ganz gereicht. Und habe ich mir so gedacht, ja, dann mache ich ein bisschen Washi rüber. Sieht ja auch mal ganz okay aus. Ich finde, es ist nicht mein schönstes Album, überhaupt nicht, aber es ist okay. Also, ja. Vor allem mag ich es ja auch zum Beispiel überhaupt nicht in diesen Farben zu basteln. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag dieses Grün und Blau überhaupt nicht. Dann habe ich hier so eine Banderole sozusagen.
Da kann man dann das rausziehen und wieder reinstecken. Hier ist wieder ein Tag drin. Die sehen auch alle gleich aus. Also komplett schlicht gelassen. Hier haben wir eine Seite zum Aufklappen. Das habe ich gemacht mit so... Habe ich die jetzt hier? Die sind vom Teddy. Ja, vom Teddy. Das sind diese... Ja, das sind so Schablonen eigentlich. Die sollen, glaube ich, für Kuchen sein. So zum Anrichten. Und da habe ich benutzt die hier. Die habe ich dafür benutzt mit Stempelkissen und mit so einem kleinen Schwämmchen. Hier mit dem hier. So ein kleines Teilchen. Die kann ich jetzt auch besorgen in meinem Shop. Also wer daran Interesse hat. Ich habe sie noch nicht drin in meiner Seite, aber ich kann sie besorgen. Das habe ich schon gesehen. Nur die sind, glaube ich, derzeit nicht lieferbar oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Ja, wie gesagt, die habe ich benutzt. Und es gibt eben auch noch drei andere. Die kosten 1 Euro, 4 Stück. Also ich habe mir die einfach mal mitgenommen. Nur so als kleinen Tipp. Das habe ich dann damit versiert, wie gesagt. So ein bisschen. Ja, und dann habe ich hier einmal zum Aufklappen so. Hier haben wir wieder eine Tasche mit einem Tag drin. Hier habe ich ein bisschen Washi benutzt. Dann das gleiche habe ich hier auch gemacht. Auch zum Aufklappen so. Eigentlich, rein theoretisch, sollte es andersrum sein. Aber ich hatte das hier nachher verkehrt rum aufgeklebt und dann ging das nicht mehr. Ja, und dann habe ich das jetzt so genommen. War eigentlich auch nicht weiter schlimm. Wie gesagt, hier ist wieder ein Mäuschen und hier habe ich das auch so verziert. Und ja, hier habe ich dann wieder einen Tag drin. Ist alles immer das Gleiche. Die sollte sich das schön selber noch verzieren. Dann habe ich hier dieses Teil gemacht. Das habe ich in meinem Gorgeous-Album auch schon mal gemacht. Und ich finde das so eine coole Idee. Deswegen habe ich das jetzt hier auch wieder verwendet. Und zwar haben wir hier erstmal einen Tag noch drin. Den kann man draußen reinmachen. Könnte man auch noch einen mit reinmachen oder so. Hier habe ich eine Hundepfote. Die ist aus Resin gegossen. Die habe ich einfach mal gedacht, die mache ich mit rein, weil das so Katzenpfötchen sein könnte. Habe ich Magnet dran, ne? Den kann man wieder ranmachen. Und hier ein Mäuschen. Ja, und dann kann man das auch aufklappen. Und zwar nach da. Komplett. Da kann sie überall Fotos draufkleben. Und auch hier lang. Also kann sie überall kleine Fotos aufkleben. Perfekt eigentlich. Und dann mit dem Magnet wieder verschließen. Fertig. Dann habe ich hier wieder so ein Banderole gemacht. Hier zum Reinschieben wieder. Kann man den Tag natürlich auch ein bisschen größer machen. Und hier wieder ein Mäuschen. Hier habe ich mal so ein großes Mäuschen draufgeklebt, so wie vorne auch drauf war. Hier dieses Mäuschen. Jo. Wieder ein Tag natürlich drin, so wie überall. Dann habe ich hier mal eine Seite zum Hochklappen gemacht. Der mit dem Mäuschen wieder. Hier habe ich mal ein bisschen gerissen. Das fand ich auch immer ganz schön. Sieht immer irgendwie ganz cool aus, wenn das so ein bisschen gerissen ist. Weil da habe ich dann so ein bisschen die Reste verwendet. Dann kann man das hier aufklappen. Hier habe ich auch gerissen. Ja. Dann wie gesagt wieder hier ein Tag drin. Alles die weißen. Hier habe ich einen Flip gemacht. Mit Magnetverschluss. Also mit... ist magnetisch, ne? Hört man auch. Ja. Da kann sie dann überall, wenn sie möchte, Fotos aufkleben. Das ist kein Ding. Ja. Da. Und dann haben wir hier nochmal, ich weiß jetzt gar nicht, wieso hier kein Tag drin ist. Wieso ist hier kein Tag drin? Weiß ich gerade nicht, wieso ich jetzt hier keinen Tag reingemacht habe. Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Da kann sie ja sowieso selber noch Fotos reinstecken oder so. Also das ist überhaupt kein Problem. Habe ich auch versiert hier mit diesen Schablonen. Mal in blau-weiß eben. Komplett andersrum dann. Wieder mit einem Mäuschen versiert. Hier ist wieder ein Tag drin. Jo. Und dann die letzte Seite. Da habe ich hier komplett schlicht gehalten. Wieder mit einem Washi-Tape, so wie vorne auch. Und hier habe ich nochmal eine Seite mit einem Mäuschen. Hier wieder gerissen. Und dann hier nochmal ein Täschchen drin. Da kann sie auch nochmal ein bisschen was reinmachen. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das Album gefällt. Ich wollte euch das einfach mal kurz zeigen, bevor sie das abholen tut. Wie gesagt, es ist nicht mein Bestes. Es sollte relativ schnell sein, weil er wohl
ja bald umzieht. Und sie muss ja auch noch ein bisschen was regeln da dran. Und ja, eigentlich sollte sie schon längst abgeholt haben, aber ja, irgendwie schafft sie das immer nicht. Ich weiß nicht wieso. Ja, ich hoffe, es gefällt ihr auf jeden Fall und vor allem auch ihrem Freund. Also das ist ein Freund, nicht ihr Freund. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben. Kommis würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir schreiben tut, wie euch das Album gefallen hat. Und vor allem auch hier mit den Stiften, ob euch das überhaupt interessiert und so. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Es kommt nämlich noch ein Pocketletter-Video. Also ich habe einen Pocketletter bekommen und den möchte ich ganz gerne auspacken. Der ist sehr interessant eingepackt, also schaut mal rein. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in dem Video. Tschüss!